Schönen guten Tag, wir sind es wieder am Dienstag hier aus Darmstadt mit einem Thema, das in einer Wissenschaftsstadt wie Darmstadt auf der Hand liegt. Neulich habe ich auf Facebook eine Karikatur gesehen. Ein Kind und sein Großvater sitzen nebeneinander auf dem Sofa und der Opa erzählt. Der Opa erzählt aus seiner Jugend und sagt, früher, da hatten wir noch Masern und Kinderlähmung. Das Kind denkt sich seinen Teil und denkt, ich bringe es nicht übers Herz, ihm die bittere Wahrheit zu sagen. Diese Karikatur, die geht sehr tief. Was ist die bittere Wahrheit? Auch heute haben wir wieder Masern und auch andere Krankheiten, Mumps und was weiß ich nicht alles, die man eigentlich mit Impfungen und anderen Maßnahmen durchaus in den Griff bekommen könnte. Aber das scheint immer seltener oder immer schwieriger der Fall zu sein. Was geht da eigentlich vor? Natürlich, das sei an dieser Stelle direkt gesagt, darf man nicht völlig wissenschaftsgläubig durchs Leben gehen. Man sollte schon immer kritisch bleiben und sich erstmal gründlich fragen, ob das alles immer der Weisheit letzter Schluss ist, was man da so hört oder auch gesagt bekommt. Aber da, wo die Dinge eindeutig sind, da sollte man schon mitgehen und seiner Verantwortung für sich selbst, aber auch für andere, für die Mitmenschen, für Kinder, für wen auch immer gerecht werden. Ansonsten kann ich nur sagen, freie Fahrt ins Mittelalter. Manche Krankheiten wären nie ausgerottet oder in den Griff bekommen worden, ohne Mittel wie zum Beispiel Impfungen. Moderner Schamanismus, so will ich das mal nennen, scheint aber immer mehr zuzunehmen. Vielleicht ist das auch eine Form von Wohlstandsverwahrlosung. Dem einen oder anderen Impfgegner geht es vielleicht auch einfach zu gut, dass er sich vielleicht mal Gedanken macht. Früher war nämlich nicht alles besser. Natürlich bleibt die Frage, ob man sich impfen lässt oder seine Kinder impfen lässt oder eben nicht, am Ende eine persönliche Entscheidung. Könnte man meinen. Man hat natürlich die Freiheit zu entscheiden. Das Problem ist nur, bei vielen Krankheiten bleibt diese Entscheidung nicht persönlich. Man kann nämlich auch andere krank machen, wenn man sich selbst nicht impfen lässt. Und spätestens da hört der Spaß auf, auch wenn es zum Beispiel um Kitas, Schulen, Heime oder andere Gemeinschaftseinrichtungen geht. Da ist man auch von Amts wegen durchaus mal zu einer härteren Gangart nach meiner Lesart verpflichtet. In bestimmten Fällen wirkt eine Impfpflicht durchaus segensreich. Ich zumindest möchte die Wahl haben. Ich habe die immer haben wollen, ob meine Kinder krank werden oder nicht, nur weil andere krank geworden sind und es vielleicht nicht hätten werden müssen. Ein Leben in einer Gemeinschaft bringt eben nicht nur Rechten und Pflichten und mit sich und nicht nur Ansprüche und Wünsche. Nein, man muss einfach auch tatsächlich immer an den anderen denken. Nicht alles, was wir bei den Impfgegnern erleben, ist Sorge um die eigene Gesundheit oder die Gesundheit anvertrauter Mitmenschen. Manchmal ist das einfach nur grenzenloser Egoismus und nicht wissen wollen, was da vor sich geht.